Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Beyond the Edge of Oldsgard ist ein, wie ihr schon seht, pixeliges Point-and-Click-Adventure im Reich der Tiere, die leicht vermenschlicht sind. Deutsch erstellt wurden und von Assembly, also das ist der Producer, die haben auch die Larry-Spiele gehabt oder gemacht. Und ja, es soll sehr witzig sein und ich würde sagen, wir starten ein neues Abenteuer. Wundert euch nicht, dass gerade die Auflösung so ist. Ich habe schon mal Probe gespielt, das ändert sich dann nochmal, wenn es zum Inventar geht. Deswegen muss ich das so lassen. Okay, wir starten. Zeitabhängige Rätsel werden vereinfacht. Ach komm, wir machen Classic. Wie es gehört. Wir wollen doch ein ordentliches Spiel haben und wenn, dann müssen wir halt speichern und laden. Vor langer Zeit in einer weit entfernten Welt der Tiere nahmen Kleinkönigreiche Welehill rätselhafte Dinge ihren Lauf. Schuschu. Beyond the Edge of Oldsgard. Die alten Schriften mögen vernichtet sein, aber dennoch wird uns Tiere vorerst kein Unglück ereilen. Nicht morgen und auch noch nicht in einem Jahr. Aber der Tag wird kommen, an dem das Überleben aller von diesen unwiederbringlichen Schriften abhängen wird. Genau dann, 500 Jahre später, wenn wir auftauchen. Ist es noch weit? Ich kann nicht mehr. Reiß dich ein bisschen zusammen. Das ist schon niedlich gezeichnet, oder? Das hocherhobene Haupt. Meine Wolle fühlt sich heute so schwer an. Oh Mann, immer dieses Genörgel. Ich glaube, du hast dir da was eingetreten. Da schauen ja Hörner aus deiner Wolle. Diese Soundeffekte aus unserer Soundkritik, oder? Ein Rehbock in meiner Wolle? Grüßt euch. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Finn. Und ich muss sagen, ihr Schafe seid ein wunderbares Transportmittel. Dich Spinner! Musste ich seit heute Morgen über die Berge kutschieren? Na, dir werden wir helfen. Danke, das ist nicht nötig. Ich bin schon fast da, wo ich hin wollte. Einen schönen Tag noch, ihr zwei Hübschen. Bisschen wie Rufus, hä? Ach ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Tal von Welehill. Wir Rehe bereiten unser alljährliches Schachtelhalm-Festival vor. Wollt ihr mitkommen? Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst. Oh, schade. Man sieht sich. Das Tal sieht noch genauso aus wie früher. Die Zeit scheint stillgestanden zu haben, während ich fort war. Beim kleinen Wäldchen unten im Tal leben meine Eltern.
Wie oft ich früher entlang dieses ausgetrampelten Pfades gehüpft bin. Etwas breiter ist er geworden. Nur noch diese Kurve, dann bin ich am Heim meiner Eltern. Ich kann kaum erwarten, sie nach all den Jahren wiederzusehen. Die werden bestimmt Augen machen. Das sieht nicht gut aus. Was ist hier passiert? Das Haus meiner Eltern. Es ist völlig zerstört. Hallo? Keine Spur von meiner Familie. Oh nein, irgendetwas Schlimmes ist hier geschehen. Seltsame Spuren. Da kommt irgendetwas näher. Ich verstecke mich besser. Da packt ja der ganze Bildschirm. Schade. Es ist wieder weg. Was um alles in der Welt war das? Diese Spuren müssen wohl zu einem dieser Wesen gehören. Sicherlich führen sie mich dahin, wo meine Familie hingebracht wurde. Ich muss sie finden. Kapitel 1. Ein dunkles Geheimnis. Okay, und jetzt seht ihr, verschiebt sich alles und jetzt wisst ihr, warum ich diesen Bildausschnitt gewählt habe. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Schießblock. Und ihr seht auch die alte Variante. Wir haben das 3x3er-Feld mit den Verben. Imperativ in dem Fall. Und dann hier drüben das Inventar. Ich muss herausfinden, wo meine Familie hingebracht wurde. Okay. Wir gucken uns mal die Goldmünze an. Die letzte Goldmünze, die mir von der Reise hierher geblieben ist. Der ist im Schaf verschwunden, ne? Ich armer Schlucker. Können wir mal zurück zum Haus der Eltern gehen? So. Hineinzugehen wäre lebensgefährlich. Können wir uns aber das mal anschauen? Der Anblick bricht mir das Herz. Drücken? Nur ein kleiner Schubs und das ganze Ding stürzt zusammen. Na dann? Nur ein kleiner. Okay, macht er nicht. Alles ist Hütte. Gehe zu Baum. Drücke Baum. Auch ohne umgestürzten Baum sieht es hier schon schlimm genug aus. Ist wirklich, er können mit Baum reden? Meine alte Lieblingsbirke. Hast du etwas gesehen? Sie ist ebenfalls ratlos. Rede in den Bäumen. Okay, Achievement, sehr gut. Der tapfere Kerl hat schon unzählige Wäscheleinen getragen. Okay. Ich sehe Hütte und Baum, würde ich sagen. Die Spuren können wir uns mal anschauen. Irgendetwas muss hier passiert sein. Die Erde ist noch frisch. Aber er will nicht hinter. Okay, na gut, gehen wir zurück zum Pfad. Was können wir uns hier angucken? Wir können uns auch hier die anschauen. Sind die irgendwie anders? Irgendetwas muss die Erde. Linke Hand ist ein Pfad, das ist ein Sumpf. Oh. Schau es dir mal an. Schon seit ich denken kann, ist dieser Sumpf so dick wie Spinat, bei dem man nie weiß, was darin kreucht und fleucht. Kannst du ein bisschen Sumpf nehmen? Nussig. Achievement, Kosten vom Sumpfwasser. Wir speichern mal. Ich weiß gar nicht, ob es hier so wie bei Larry gibt. Das ist eine Sache, wo man sterben kann. Wie machen wir es immer? Stadt 1. So. Können wir... alte Weide. Schauen Sie das mal an. Sie ist über die letzten Jahre definitiv kein bisschen kleiner geworden. Zwischen den Wurzeln scheint eine kleine Öffnung zu verlaufen. Können wir was nehmen? Den alten Kumpel lasse ich stehen. Nach so vielen Jahren als... Okay, können wir etwas ziehen aus der... Ich bin doch kein... Da war eine Öffnung, hier Öffnung. Wo ist die? Da. Eine winzige Öffnung, welche unter dem Baum hindurchzuführen scheint. Können wir damit reden, mit der Öffnung vielleicht? Hier muss ich kein Gespräch... Drücken. Ich kann es nicht drücken. Benutzen.
Okay, wir müssen irgendwas reinstecken, nämlich einen Asterus, aber haben noch keinen. Da ist ein Fisch. Der Fisch schwimmt hier durch, kann das sein? Okay, wir wissen, also es wird so ein Rätsel sein, da müssen wir bestimmt hier reinspringen, irgendeinen Korken machen, dann können wir den Fisch fangen. Wir brauchen einen Fisch für irgendwas. An diese komischen Fische erinnere ich mich noch zu gut. Friedfertig, aber für ihre enorme Bisskraft bekannt. Jede Rasierklinge ist der reinste Witz gegen deren Zähne. Den wirst du mit der Hand fangen. Dafür ist er viel zu schnell. Er flutscht mir bei seiner Geschwindigkeit bloß durch die Hufe. Okay. Felsen können wir nehmen? Leider zu groß und zu schwer. Uns die ansehen? Diese Felsen liegen hier sehr gern faul im Schatten herum. Die trauen sich ja was. So, das Tor. Kennst du das noch? Der Eingang zum verbotenen Waldteil der Wölfe. Mein Vater hat mir früher die Hölle heiß gemacht. Sollte ich es gewagt haben, das Gebiet jenseits dieses Tores zu erkunden. Okay, können wir das öffnen? Der berüchtigte Waldteil der Wölfe. Jener Teil dieses Waldes, in dem die gesamte Wolfsbevölkerung untergebracht wurde. Immer diese Wölfe. Seltsam. Die Tür war offen. Ist das... Moment. Heißt das, ich sollte speichern oder heißt das, es wurde gespeichert? Deswegen speichere ich mal. So. Nun gut. Wir gehen... So, was haben wir? Die Spur verliert sich am Waldrand. Da ist die Küste. Eine Stadt. Ach, das ist hübsch gemacht. Geh mal in die Stadt. Ich bin schon ewig nicht mehr durch diese Tore gewandert. Die Tiere sind so schön gezeichnet. Was ist denn das für ein Auflauf dort? Seht, der Botschafter des Königs kommt. Liebes Volk, ich, als der Botschafter unseres Königs, überbringe euch eine frohe Kunde in diesen finsteren Tagen. Oh! Ah! Wie wir alle mit Schrecken beobachten, sind die Wölfe wieder in unserem Gebiet unterwegs. Ein furchtbarer Vorfall, den wir seit der Errichtung des Wolfsbezirkes zu verhindern gedachten. Doch die Welle aus Zerstörung und Entführungen hilfloser Artgenossen wird ein Ende haben. Der König hat eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um das Wolfsgebiet in Zukunft ausbruchssicher zu gestalten. Schon morgen wird er hier eintreffen und jene Maßnahmen in die Tat umsetzen lassen. Endlich hat dieser Albtraum ein Ende. Dies war die frohe Kunde, welche mir aufgetragen wurde. Ich werde mich nun im Wirtshaus ausruhen und anschließend die benachbarten Städte aufsuchen. Ruff, ein Hoch auf den König. Das ist schon niedlich gemacht, die ganzen Tiere. Putzig, putzig. Die Wölfe sollen das gewesen sein? Okay, was können wir hier machen? Wir haben einen Brunnen, den können wir uns mal anschauen. Der hat bestimmt auch schon einige Generationen gesehen. Das ist so ein Ding. Benutze Goldmünze mit Brunnen. An diesen Unsinn mit den Wünschen habe ich noch nie geglaubt. Darüber hinaus habe ich zu wenige Münzen, um mir so eine Aktion zu leisten. Der Vogel dort vorne. So, was haben wir da? Da ist ein Fenster. Machen wir Fenster. Wer dort wohl wohnen mag? Rede mit Fenster. Hallo, alles fit da oben? Nochmal. Hallo. Okay. Können wir uns das Vogelhaus mal ansehen? Was für eine Unruhe dort oben. Wir benutzen mal das Becken. Dezenter Seifegeschmack im Abgang. Kostet vom Seifenwasser. Igitt. Wir können schon kein Fest mit der Stadtmauer verbunden. Okay. Und dann dort drüben ist ein Plakat. Das schauen wir uns mal an. Schicker Schmuck und allerlei glänzende Dinge im Tal der Elstern hier in der Nähe. Ich habe zwar kein Interesse an diesen Dingen, aber die Elstern sind bekanntlich keinem Klatsch und Tratsch abgeneigt. Vielleicht können die mir irgendwie weiterhelfen. Ja, haben ein neues Gebiet freigeschaltet, das Tal drin oben. So.
Okay, hier vorne ist der Dugumir. Schauen wir uns mal an, kennen wir den noch? Einen guten Riecher für Geschäfte scheint er zu haben. Dann reden wir doch mal mit ihm. Morgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich, mein Freund aus dem Walde. Wie man's nimmt. Freund aus dem Walde. Schön tiefe Stimme. Schlimme Dinge gehen hier vor sich. Ruff, da sagt ihr was. Man kann es am ganzen Leibe spüren, wie angespannt die Stimmung hier gerade ist. Ruff, sogar meine Flöhe hüpfen viel nervöser rum als sonst. Autsch, das war Olga. Die alte Zimtzige ist momentan am schlimmsten von dem ganzen Pack. Zimtzige. Denkt ihr auch, dass die Wölfe dahinter denkt stecken? Denkt ihr auch, dass die Wölfe dahinter stecken? Ruff, ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben nur zweimal einem Wolf begegnet bin. Demzufolge kann ich mich nur begrenzt aus eigener Erfahrung über sie äußern. Aber ich denke, dass die alten Erzählungen über ihre Grausamkeit schon für sich sprechen. Ruff, ihre momentane Vorgehensweise ist jedoch wirklich eigenartig. Als ich gestern in den Wald zu meiner alten Lieblingsweide ging, um etwas Geschäftliches zu erledigen, fand ich dort zu meinem Schrecken nur noch einen zerborsteten Baumstumpf vor. Ruff, aus dem seltsame, metallene Teile ragten. Ruff, ich konnte meine tiefe Trauer darüber nur mit dem lautesten, herzerreißendsten Jaulen ausdrücken, das ich in meinem Hundeleben je von mir gab. Wie konnten die Wölfe so etwas tun? Und vor allem, was wollen sie damit bezwecken, Ruff? Irgendwelche metallenen Teile. Ich denke mal, vielleicht haben die Wölfe einfach ein bisschen mehr Technik entdeckt. Jetzt zwei Rehe gesehen. Habt ihr zwei Rehe gesehen? Meine Eltern sind bei einem dieser angeblichen Überfälle spurlos verschwunden. Das ist ja schrecklich. Ruff, gesehen habe ich leider nichts. Aber ich werde Augen, Ohren und vor allem meine Nasenlöcher offen halten. Meine Nasenlöcher offen halten. Das ist ja eine schöne Bezeichnung. Vielen Dank dafür. Was haltet ihr vom Vorhaben des Königs? Ich bin gespannt. Der König, ist das ein Wolf? Oder wie ist es mit Fleischfressern hier? Ich meine, wir sehen ja auch eine Katze, wir sehen ja auch einen Fuchs haben vor uns gesehen, auch einen Hund, also alles Fleischfresser sind ja auch hier, das können schon nur die Wölfe sein. Es gibt also nicht Pflanzenfresser, Fleischfresser-Unterteilung, sondern irgendwas anderes. Was haltet ihr vom Vorhaben des Königs? Also Löwe. Unser König ist ein guter Mann, der mir schon immer imponiert hat. Ruff, ich bin mir sicher, dass er die Situation mit den Wölfen irgendwie wieder ins Lot bringen wird. Ruff, das haben sein Vater, sein Urgroßvater und sein Urgroßvater schließlich das ist auch geschimpft. Ja gut, reden wir Lass uns über etwas anderes reden. Was kann ich hier kaufen? Für nur eine Goldmünze kann ich für euch jede Fährte aufnehmen. Ruff, bringt mir etwas, dessen Geruch ich ja schnuppern kann. Und schwuppdiwuff nehme ich die Fährte auf, Ruff, und finde, was auch immer ihr sucht. Schwuppdiwuff. Sehr gut. Na gut, ich habe eine Goldmünze. Das heißt, ich brauche irgendwas für unsere Eltern. Praktisch. Ich komme wieder, wenn ich etwas habe. So sei es. Ich konnte da, warte mal, Was kann ich... Für noch Ruff nehme ich... Was soll mir das bringen? Ruff, was? Ruff, mögt ihr mein Angebot etwa nicht? Nein, nein, ich meinte nur... Die Mietze im Fotokont. Kein Hühnchenblick. Aufhören! Ruff, na gut. Na gut. Ich habe jederzeit ein, aber bleibt am besten in der Stadt. Man kann nie wissen. Ich habe ein offenes Nasenloch, das ist sehr herrlich. Können wir da hoch rufen? Hallo, alles fit da oben? Wir gucken, dass Achso, keine Katzenfrettchen. Frettchen sind dafür bekannt, jeden möglichen Ramsch zu horten und zu verkaufen. Na gut, dann reden wir doch mal mit den Guten. Guten Tag, seid gegrüßt. Vor euren Augen liegt mein kleiner, aber feiner Gemischtwarenstand. Vorne. Warte, so schön im Vordergrund, Hintergrund, was da so rumkreucht und fleucht. Oh, ich bin da echt fasziniert, wie schön das gestaltet ist. Vor allem, wenn es dann, das ist ja diese Perspektive, die mittelweite Perspektive, die weite sind ja deutlich gröber, die Figuren, und ganz nah. Es ist echt schön gemacht. Okay, könnt ihr mir sagen, was hier los ist? Könnt ihr mir sagen, was hier los ist? Das ist doch nicht schwer zu erkennen. Die Wölfe sind los. Totaler Ausnahmezustand. Wir haben es torfen gelassen. Denkt ihr, dass alles von den Wölfen ausgeht? Denkt ihr, dass das alles von den Wölfen ausgeht? Also dazu muss ich sagen, dass ich selber eigentlich keine großen Bezugspunkte zu den Wölfen habe. Aber es sind ziemlich miese Kerle mit schlechten Manieren und gewiss geringer Frustrationstoleranz. Ich würde sie wohl etwas besser leiden können, wenn sie bei mir ab und an ein paar Stressbälle kaufen würden, anstatt hier so einen Zirkus zu veranstalten. Was machen sie denn? Reißen sie gerade andere?
Meine Familie ist ebenfalls Opfer dieser Angriffe geworden. Meine Familie ist ebenfalls Opfer dieser Angriffe geworden. Was? Um Hippos Willen! Wie furchtbar! Kann man euch irgendwie helfen? Seid ihr verletzt? Nein, ich kam zu spät und sah nur, was von unserer Behausung übrig geblieben ist. Braucht ihr vielleicht schnell ein extra kuschelweiches Taschentuch, mit dem ihr eure Tränen trocknen könnt? 2 Packungen gibt's übrigens gerade zum Preis von einer. Danke, ich verzichte. Sobald der König mit seinen Truppen hier angelangt ist, werden diese Wölfe zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin mir sicher, dass eure Familie dann wohlbehalten zurückkehren wird. Ob der König hier wirklich alles in den Griff bekommen wird? Ob der König hier wirklich alles in den Griff bekommen wird? Klar, soll man doch ruhig die Felswände um das Wolfsgebiet erhöhen. Andererseits ist die Situation für mich selbst eigentlich gar nicht so schlecht. Je mehr Tiere in der Stadt bleiben, umso mehr interessierte Augen stolpern über meinen Müll, meine Waren. Müll. Themawechsel. Okay, ich finde es ein bisschen blöd, dass ich so spät sehe, was hier noch kommt. Ich glaube, ich habe hier vor uns, müsste mal ansprechen, ob ich etwas vergessen habe. Was habt ihr im Angebot? Was habt ihr so im Angebot? Ich wusste, dass ihr fragen würdet. Seht her und staunet. Da hätte ich... Moment, was habe ich hier eigentlich? Eine halbfertig geflickte Socke? Eine alte Zahnbürste? Ein grünes Häufchen aus diversen Pilzkulturen? Igitt! Das war das Schokohörnchen vom Vorjahr. Ah, hier haben wir was. Diese überaus modisch gestrickten Schals und natürlich der Dauerbrenner schlechthin. Fackeln. Den Witz mit dem Dauerbrenner habe ich mir selbst einfallen lassen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Dafür biete ich nun mal Qualität. Wann findest du schon so warme Schals wie diesen? Wir haben Hochsommer. Nicht schlecht. Ich hätte gern den Schal. Bitte gerade... Erstmal, bringt ihr gerade euren Abfall nach draußen oder verkauft ihr das wirklich? Bringt ihr gerade euren Abfall nach draußen oder verkauft ihr das wirklich? Sagt nichts gegen meinen Abfall! Manchmal verkauft er sich bei den Ratten wie warme Semmel. Das stimmt wiederum. Den Schal? Ich hätte gerne den Schal. Bei 30 Grad im Schatten nur knapp einem Hitzschlag zu entgehen, ist meine Leidenschaft. Ich wusste es doch! Nur 5 Goldmünzen. So viele habe ich leider nicht in meinem gähnend leeren Geldbeutel. Schade. Dann die Fackel. Die Fackel scheint mir nützlich. Ich habe euch gleich angesehen, dass ihr diese qualitativ hochwertige Fackel erspähen werdet. Nur 2 Silbermünzen. Na super, die habe ich. Sie gehört euch. Etwas zum Anzünden ist gleich mit dabei. Ach, Streichholz oder irgendwas. Okay, damit sind wir durch. Ich gehe dann mal weiter. Kopf hoch, komm. Okay, wir haben also eine Fackel. Wir reden nochmal mit ihm. Ob ich jetzt irgendwas übersehen hatte? Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wie man's... Was kann... Schöner Ruff, nehme ich. Was soll mir... Ruff, ruff. Kein... Aufhören! Die Augen. Ruff. Schlipp. Ruff, Mann, ruff. Auf. Lass... Okay, gab's nicht weiter. Ich aber... Okay, was haben wir da drüben? Da können wir einfach rübergehen zu einem Wirtshaus. Das ist eine Fuchsband. Können wir den Schrank öffnen? Hier drin werden wohl Kostüme für sämtliche Festlichkeiten aufbewahrt. Gelb, grün, rot. Okay, wir hätten irgendeine Farbe rauswählen können. Es wird also wichtig wahrscheinlich sein, rauszufinden, welche Farbe die richtige ist. So, wir schauen uns mal einen Igel an. Igel. Ein Albtraum bei jedem Pogo. Das stimmt. Das kann gefährlich werden. Hallöchen. Grüße, mein Freund. Oh, da wird das... Oh, das finde ich aber schön. Da wird sogar die Musik runtergenommen, wenn man mit jemandem redet. Sehr gut gemacht. Die Musik ist ganz in Ordnung, oder? Die Musik ist ganz in Ordnung, oder? Ja, sie ist ganz nett. Aber irgendwie auch ziemlich massenkompatibel. Die Lieder sind stimmig. Nur die Akkordstrukturen sind ein bisschen berechenbar. Und mittlerweile auch ziemlich abgedroschen. Von vorn bis hinten immer nur Barré-Griffe. Ich mag es noch eine Ecke alternativer. Der alternative Igel, man kennt ihn.
Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Ich kenne gerade so eine Igelband, die genau mein Ding ist. Hört man bei Igel nicht dauernd das Scharren der Stacheln auf den Instrumenten? Ja, aber hier ist es ein Stilmittel und dient als wichtiges Perkussionswerkzeug. Teilweise wird das Scharren sogar so laut, dass man die restlichen Instrumente gar nicht mehr hört. Und häufig steigert sich das Scharren sogar bis auf 200 Anschläge pro Minute. Ich glaube, davon habe ich mal was gehört. Mein Urgroßvater konnte diese Musikrichtung überhaupt nicht ausstehen. Er mochte eher melodische Chöre mit druckvollem Hirschröhren. Das glaube ich. Die alten Tiere schimpfen über solche Musik. Aber irgendwie muss sich alles doch auch mal weiterentwickeln, oder? Wo bleiben wir denn, wenn wir immer nur die alten Sachen neu aufwärmen? Also, ich bin eher so ein Nostalgiker. Daran störe ich mich weniger. Nebenbei gesagt ist das noch gar nichts. In der Musikszene des Nachbarlandes tun sich momentan Brüllaffen und Knallkrebse zusammen. Das geht vielleicht ab. In Kennerkreisen gerade der angesagteste Dung überhaupt. Abgefahren. Ich werde es mir merken. Ich hatte auch mal eine Band. Ich an der Laute, ein V am Gesang und ein riesiger Hamster an den Trommeln. Der hatte aber bald so viel Krempel in den Proberaum hineingehamstert, dass wir überhaupt keinen Platz mehr hatten. Gelegentlich sind sogar Teile unserer Ausrüstung in seinen Backen verschwunden. Spätestens da war uns klar, wir mussten einen Schlussstrich ziehen. Wie schade. Wir mussten einen Schlussstrich. Vor allem dieses, wie schade, Thema zu Ende. Um auf ein anderes. Was hältst du denn von den Wölfen? Was hältst du von den Wölfen? Was? Wölfe? Wo? Hilfe! Ganz ruhig! Ich wollte doch nur fragen. Puh, erschreck mich doch bitte nicht so. Ich merke schon, du scheinst ihnen nicht besonders zu vertrauen. Ich habe 2 Tage gebraucht, um mich wieder vor die Haustür zu trauen. Wie jeder kluge Igel verkroch ich mich bisher in meiner Wohnung und rollte mich zu einer Kugel zusammen. Die Kerle können schließlich überall sein. Ach, komm schon. Heute Morgen kratzte es sogar an der Fensterscheibe. Ich wusste sofort, das muss eine schreckliche Klaue eines Wolfes sein. Oh nein, hast du Hilfe geholt? Es war nur ein Ast. Aber beim nächsten Mal ist es sicherlich ein Wolf. Aber würde mich nicht wundern, wenn diese Kerle genau in diesem Moment um die Häuser wandeln und unter uns ihre nächste Mahlzeit ausspähen. Sobald das Konzert vorbei ist, verkrieche ich mich sofort wieder in meine Wohnung. Es ist eigentlich viel zu gefährlich hier. Du scheinst ja mächtig Angst vor denen zu haben. Du scheinst ja mächtig Angst vor denen zu haben. Natürlich. Hat man dir denn nie die alten Geschichten über sie erzählt? Furchtbare Geschichten darüber, was diese Kerle mit ihren Opfern anstellen? Wie sie keine Gnade walten lassen, wenn sie dich erst einmal erwischt haben? Wie ihre Zähne jeden Knochen ihrer Opfer nur bei bloßer Berührung in Millionen blutiger Einzelteile zerbersten lassen? Wie sie deinen Hals umdrehen und ihn zerknautschen, so wie man einen nassen Waschlappen ausringt? Schon, aber anscheinend noch nicht die FSK 18-Versionen davon. Die sind noch viel schlimmer. Vielleicht handelt es sich hier gar nicht um die Wölfe. Vielleicht handelt es sich hier gar nicht um die Wölfe. Was meinst du denn damit? Welches Tier könnte sonst so ein Chaos anrichten? Eben das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ja kleines Tier sein, was die Technik tun hat. Ich schätze jemanden wie dich, der weiterdenkt und nach anderen Ursachen sucht. Aber hör mir zu. Meine Ur-Urgroßmutter hat mich eines gelehrt. Und zwar, dass man bei so einem Vorfall nur von den Wölfen ausgehen kann. Demnach sollten wir in dieser Situation sofort handeln. Okay, genug von diesem. Wird der König alles wieder hinbekommen? Wird der König alles wieder hinbekommen? Ha, und ob! Ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Wenn er genauso bedacht mit den Wölfen umgeht wie sein Vater, wird bald alles wieder im Lot sein. Die Barden werden unserem König danach sicher viele Lieder widmen. Aber hoffentlich nicht so einen massenkompatiblen Kram wie den hier. Da können ruhig mehr Halbtonskalen vorkommen.
So, die wichtigste Frage, hast du eine Rehfamilie gesehen? Hast du eine Rehfamilie gesehen? Nein, tut mir leid. Was waren diese verflixten Wölfe, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es scheinen stündlich mehr Tiere entführt zu werden. Wir können nur hoffen, dass alles wieder gut wird, wenn der König eingreift. Ich bin dann wieder unterwegs. Pass auf dich auf. Okay, und damit würde ich sagen, haben wir doch gutes Abschlusspunkt gefunden. Wir werden das nächste Mal hier drin weitermachen mit dem Kater, dem Bartenkater, oder ich weiß nicht, ob es so Robin Hood-mäßig sein soll, reden. Wir können mit den Gästen mal reden, mit dem Botschafter und auch mit den Musikern. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um rauszukriegen, was sollen wir denn hier eigentlich genau machen. Das ist erstmal gewesen. Bis demnächst, euer Lanetor. Tschüss.